Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video hier im kalten Deutschland. Heute meine kleine Fliegerpräsentation und zwar geht es um dieses kleine Schätzchen hier. Das ist der Helix FPV Wing. Das ist im Moment noch ein Prototyp, der ist noch nicht komplett fertig, da wird es noch ein paar kleine Designänderungen geben. Aber ich will den Entwickler erstmal ein bisschen Feedback geben auf Basis dieses Prototyps, was man noch ändern kann. Das Besondere an dem Flieger ist, der ist komplett 3D gedruckt. Das heißt, wie ihr hier vielleicht in der Kamera sehen könnt, das ist gedruckt in Niedriggewicht PLA oder Low Weight PLA. Hat aber zusätzlich noch einen Carbon Spar drin. Und das Besondere dabei ist, dass es halt deutlich leichter ist als normales PLA, was natürlich gerade für Fluggeräte wichtig ist. Vom Design her, das ist ein Swept Forward Wing, wie man sieht, sehr aerodynamisch gestaltet für hohe Effizienz, vielleicht auch für hohe Geschwindigkeit, wir werden sehen. Hier drin habe ich jetzt aktuell einen F411 Wing Flight Controller, den hatte ich noch in der Schublade. Hier hinten haben wir einen T-Motor Velox 2400 kV 2206 Motor mit einem 5 Zoll Propeller. Ich habe allerdings gerade leider festgestellt, dass der Propeller einen kleinen Riss hat in der Narbe. Ich hoffe, dass er zumindest wenigstens Halbgas 60% Schub aushält, ohne zu explodieren. Das werde ich kurz vorher testen, bevor ich starte. Weil ich habe nämlich leider jetzt keinen Ersatz mit und das habe ich auch eben erst festgestellt. Ich fliege den mit einem 1550 mAh Quad-Akku. Hier vorne haben wir noch einen AKK FX3 Videosender drin und eine Caddx Rattle oder Rattle 2. Ich bin gerade nicht sicher, ich glaube, das ist eine Rattle FPV-Kamera. Ja, wir schauen jetzt einfach mal, wie das Ding so fliegt, wenn er denn fliegt. Und haben hoffentlich dann auch ein kleines bisschen Spaß damit. So, machen wir kurz einen Schubtest, dass wir sicherstellen, dass da Motor nicht explodiert. Okay, er kann ein bisschen mehr als Halbgas, waren 60-70%. Sollte also funktionieren. Gut, ich muss jetzt allerdings mal gucken, in welche Richtung starte ich jetzt am besten. Der Wind kommt von da, das heißt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich den Start selber nicht sehen. Aber dann hoffentlich am DVR. Okay, das stimmt alles. Oh, 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 er oszilliert etwas. Okay, er braucht definitiv etwas Tuning. Oh, 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 irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Nee, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Verdammt. Versuchen jetzt mal zurückzukommen. Irgendwas passt hier nicht, irgendwas ist am Setup nicht in Ordnung. Ich habe kaum Kontrolle über die Pitch-Achse. Oh, 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 oh. Der macht gerade, was er will. Oh. Kommt schon ein bisschen näher wenigstens. Ich will jetzt keine 20 Kilometer laufen müssen. So, komm schon, komm schon, komm schon. Sanft landen, sanft landen, sanft landen, sanft lampen. Da sind wir gelandet. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Aber der hat permanent extrem verzögert auf Pitch reagiert und dafür komplett zu stark. Ich werde ihn jetzt erstmal holen und dann schauen wir mal, was da los ist. Okay, ich denke, das Problem könnte gewesen sein, dass er hecklastig war. Dadurch, dass es ein Swept Forward Wing ist, wenn die hecklastig sind, beziehungsweise wenn die stallen durch die Hecklastigkeit, schieben die ihr Center of Lift nach hinten und werden dadurch nasenlastig.
Ich habe jetzt das CG mal 10 mm ungefähr nach vorn geschoben, hoffe, dass das jetzt besser funktioniert. Habe leider auch festgestellt, dass gerade die Landung ein bisschen härter war, als es aussah im Bild. Und ich habe hier unten jetzt ein paar Risse im Rumpf. Ist nicht ganz so tragisch, sollte trotzdem noch fliegen. Und wir schauen mal einfach, ob es jetzt bei der nächsten Runde besser läuft. Yes! Das sieht sehr viel besser aus jetzt. Wow, okay. Das sieht richtig Bombe aus. Ich habe allerdings jetzt eine Menge Neues im Videofeed. Ich hätte einen Kondensator an den ESC machen sollen. So, ich lasse jetzt gerade mal Akro kurz, dass er noch trimmt. Machen wir Manual Mode. Ich habe jetzt auf Hands of Sticks. Ihr könnt sehen. Da rührt sich nichts. Oh. So. Wie schnell sind wir jetzt? 62, 61 km/h. Ich habe jetzt 30% Schub. Das sieht verdammt gut aus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal fix einen Autotune. Wir können ja mal im Manual Mode mal kurz eine volle Rolle machen. Oh, 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 oh. Okay, er rollt jetzt sehr langsam. Ich glaube, ich muss die Ausschläge vergrößern. Pitch sieht gut aus. Pitch sieht sehr gut aus. Roll ist definitiv zu langsam. Ja, Roll ist langsam. Pitch ist gut. Wow, ich habe jetzt... Jetzt gucken wir nochmal gerade. Hauen wir jetzt erstmal hier... Die X-Leistung ein bisschen höher, gut. Wir haben jetzt hier wie viel Schub? 41% Schub. Wir haben 70 km/h. Also er fliegt auf jeden Fall butterweich, da kann man nicht meckern. Aber ich merke auch auf jeden Fall, der Propeller hat Probleme. Da vibriert auch stark. Also mit dem muss man wirklich im Manual-Modus fliegen. Aber ich glaube auch, dass die Steuer... Entweder sind die Servos langsam, werden die langsam kalt. Aber ich hatte eben mal kurz, dass die Servos nachgezogen haben. Gut, ich will jetzt aber doch keinen Autotune machen, weil selbst im Manual-Mode ist er mir gerade zu langsam. Gucken wir mal, 50% Schub. Jetzt fliegen wir gegen den Wind. 104 mit dem Wind. Ja gut, auch 104. Gut, ich würde sagen, es ist gerade da oben gar kein Wind. Das ist auch gut. Ja, also Vollgas-Runs mache ich jetzt keine. Ich werde jetzt noch mal kurz in den... Aber ich bin gerade auch fasziniert. Ich nehme mal Schub weg. Er fliegt einfach weiter. Gucken wir mal, Stall Speed 40. Ich verliere langsam an Höhe. So, jetzt ziehe ich gerade voll hoch. Ich ziehe, jetzt habe ich voll Stick auf Pitch nach hinten. Der sinkt mit 2 Meter pro Sekunde. Das dauert nichts. Der fliegt richtig sauber. Butterweich. Ich mache mir nur gerade ein bisschen Sorgen wegen den. Steuerflächen, dass die nicht Probleme mit der Anlenkung haben, weil ich zwischenzeitlich mal ein bisschen Servo-Delay gespürt habe. Oder dass die Servos einfrieren. Aber auf jeden Fall, das ist ein Modell, den will man im Manual-Modus fliegen. Also den will man gar nicht mit Stabilisierung oder sonst was haben. Der läuft super. Er braucht mehr Steuerflächenausschlag, das steht auf jeden Fall fest. Aber ansonsten ist der butterweich. So, jetzt nehmen wir mal Schub weg hier, dass man auch ein bisschen was sieht vom OSD. Ja, ich will bei den langsamen Geschwindigkeiten jetzt keine Rolle machen. So, wir gucken mal Gleitrate. Wie sieht es denn da aus? So, wir sinken jetzt mit 1 Meter pro Sekunde etwa.
ja, 1,5 Meter pro Sekunde bei 40 km/h, könnt ihr euch ausrechnen. Ich mache jetzt meinen Tiefenanflug und dann landen wir erstmal. Den zweiten Akku fliege ich jetzt auf dem hier nicht, einfach aus dem Grund, weil das Video neu sowieso so extrem ist. Und ich dann erst, wenn ich wieder zu Hause bin, die Mixer anpassen muss, damit ich mehr Steuerflächenausschläge kriege. Dann machen wir jetzt mal eine schöne, sanfte Landung diesmal. So. Gut. Ich würde sagen, auf jeden Fall sagen, erfolgreicher Jungfernflug. CG definitiv fast vorn an der Flügelkante am Flügelansatz. Aber das war jetzt absolut perfekt. Ich konnte komplett Gas wegnehmen. Der ist einfach auf Linie geblieben. Das ist eigentlich top. Steuerflächenausschlag braucht er relativ viel. Ich zeige euch mal, was ich jetzt habe. So, also das sind meine Ausschläge jetzt im Moment. Das ist eigentlich ziemlich viel, aber er ist trotzdem sehr, sehr träge auf Roll. Auf Pitch habe ich ungefähr das Gleiche. Aber da ist es mehr als genug. Ich würde sogar sagen, fast ein bisschen zu viel auf Pitch. Und zu wenig auf Roll. Da werde ich dann einfach den Mixer umstellen, dass wir da ein bisschen mehr kriegen. Und vor allem auch mit dem Entwickler nochmal sprechen, wie viel er eigentlich erwartet. Ja, war alles in allem. Auf jeden Fall super Erfahrung. Schön, dass ich den ersten Flug noch retten konnte. Mit minimalem Schaden hier unten. Ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich habe Klarlack benutzt auf dem Lightweight PLA, weil ich es eigentlich ein bisschen zäher bekommen wollte damit. Weil das halt in das Material dann einzieht und dadurch halt ein bisschen Zähigkeit verursacht. Es kann aber auch sein, dass das genau den gegenteiligen Effekt hatte und dass es dadurch brüchiger wurde. Das werde ich auf jeden Fall nochmal checken. Und den nächsten, den ich dann drucke, die finale Version, dann werde ich auf jeden Fall dann ohne Klarlack benutzen. Ja, auf jeden Fall soll es das erstmal gewesen sein für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten. Bis dann!